Letztes Mal kann ich mal weiter. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, alles hier zusammenzubasteln. Ja, Python Meeting Düsseldorf. Herzlich willkommen. Vor allem an die neuen Leute, die hier gekommen sind. Es ist immer schön, wieder ein paar neue Gesichter zu sehen. Ich finde es sehr spannend, dass jedes Mal, wenn wir das machen, halt wieder ein paar neue dabei sind. Das zeigt, dass wir dann halt doch irgendwo das hinbekommen, dass wir die Nachricht rausbekommen, dass es hier was gibt in Düsseldorf. Ich mache bei diesen Meetings immer so eine kurze Einleitung. Ich versuche die jedes Mal kürzer zu machen, weil das halt für die Leute, die halt regelmäßig herkommen, halt relativ langweilig ist. Deswegen werde ich da ein bisschen durchsausen. Einleitung. Wer bin ich? Ich bin Marc Millenburg. Ich habe eine Firma. Wir machen ganz viel Python-Sachen. Ich bin auch in der Python Software Foundation aktiv und noch in ein paar anderen Foundations. Und ja, ich mache schon seit immer und ewig eigentlich Python. Ich musste jetzt letztens da oben die Zahl mit den 30 Jahren da anpassen. Oh Gott! Ja, man wird alt. So, der zweite im Bunde ist der Charlie, der sitzt da vorne. Kann vielleicht ein bisschen was zu sich selbst erzählen. Steht alles da. Also steht alles da. PowerPoint, Karaoke, also für mich ist Python Mittel zum Zweck. Ja, also ich habe englische Literatur und Fernsehwissenschaft studiert, deswegen ich bin ja kein echter Programmierer, immer noch nicht. Aber ich konnte rechtzeitig Python entdecken. Vor über 10 Jahren zufällig festgestellt, dass man in der gleichen Stadt wohnt, weil wir dann auch noch einiges an Bibliothek benutzen. Und bin aber vorwiegend für Web Content Management Systeme spezialisiert und nutze Python da, Probleme zu lösen. Dadurch bin ich ab und zu mal in Projekte eingestiegen und in letzter Zeit sehr viel mit OpenPixel, das ist eine Bibliothek, um Excel-Dateien zu bearbeiten, also die neuen für 2007, 2010 mit Dateien zu bearbeiten. Und, Python hat mir öfters das Leben gerettet, würde ich sagen. Das mit dem Programmierer, das kannst du jetzt noch nicht mehr bringen, ne? Bei dem OpenPixel, also langsam ist die Ausrede nicht mehr so ganz gültig. Also ich weiß es nach wie vor, manche Konstrukte, die ich meine, dass man in der Uni lernen könnte, die sind mir fremd. Ja, also Charlie, wir promovieren dich zum Ex-Accidental-Programmer. Der nächste, der gibt nur die Politik, oder was? Ja. So, warum machen wir das Ganze hier? Wir hatten das halt schon früher mal hier in so einer Gaststätte. Da hat es nicht gut funktioniert, weil es zu laut war. Deswegen haben wir das jetzt, dann 2012 haben wir dann gesagt, wir starten das jetzt nochmal, machen jetzt immer in solchen ruhigen Räumen das Ganze, wo man sich besser unterhalten kann. Und wir finden halt Lightning Talks toll, wir finden solche offene Diskussionen klasse. Deswegen machen wir halt alles in diesem Lightning Talk Format, wobei wir jetzt aber bei uns gesehen haben, dass die Lightning Talks dann halt auch durchaus mal ein bisschen länger sein können. Kennt niemand Lightning Talks nicht von den neuen Gesichtern? Kennt ihr Lightning Talks? Okay. Ja, normalerweise sind die 5 Minuten lang. Bei uns dauern die Vorträge auch mal 20 Minuten. Einfach deswegen, weil das dann manchmal interessanter ist, ne, wenn man dann halt ein bisschen länger was drüber erzählt. Ja, was wollen wir hier erreichen? Wir wollen Kontakte knüpfen, wir wollen Wissensaustausch machen. Wir wollen auch. Wir haben auch jetzt schon einen Sprint organisiert, wir wollen dieses Jahr wieder einen Sprint organisieren. Wir würden auch gerne mal sowas wie Tutorials machen oder Trainings machen, wo man sich einfach mal eine Sache dann zusammen mal anguckt bei so einem separaten Treffen. Und möchten halt einfach diesen Spaßfaktor Python ein bisschen nach vorne bringen. Also dass die Leute halt, die in der Region sind und mit Python arbeiten, ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen sich austauschen können und immer mal wieder was Interessantes hören. Und vielleicht kriegen wir irgendwann mal die deutsche Python-Konferenz dann auch hier nach Düsseldorf. Aber das ist ein Fernziel. So, Lightning Talks hatte ich ja schon gesagt, 5 Minuten dauern die normalerweise. Vorteil ist immer, sind häufig spannend, manchmal sind sie nicht spannend, dann dauern sie nur 5 Minuten, dann sind sie vorbei, das ist auch ganz gut. Bei uns ist das halt, ich glaube meistens sind die doch recht interessant, die Vorträge, die dann gehalten werden. Was wir machen ist, deswegen steht die Kamera auch hier, wir laden die ganzen Sachen immer auf YouTube hoch. Ich hänge da mal ein bisschen hinterher mit dem Schneiden von den ganzen Videos, aber wir nehmen alles auf und versuchen es immer hochzuladen.
Wenn jemand einen Vortrag macht und das nicht möchte, dann einfach nur Bescheid sagen, dann wird es halt nicht hochgeladen. Gar kein Problem. Ja, Open Space. Charlie sagte mir, wir sollen das dieses Slide hier rausnehmen. Im Endeffekt geht es nur darum, dass wir halt Diskussionen machen. Meistens passiert das dann in der Restaurant-Session nachher. Nicht so sehr während des Meetings. Heute sind wir im Biergarten. Ah ja, sehr gut. Dann können wir das dann da weitermachen. Ja, Neuigkeiten. Gibt es diesmal nicht so wahnsinnig viel. Wir möchten wieder einen Sprint organisieren in der Uni Düsseldorf. Das hatten wir letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr hatten wir ein bisschen Pech. Das Wetter war zu gut, eigentlich so ähnlich wie heute. Dadurch kamen halt nicht so ganz so viele Leute, aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Also die Leute, die paar Leute, die dann gekommen sind, die haben sehr viel Spaß gehabt. Jetzt ist der Detlef von der Uni nicht hier. Ich werde ihn aber dann halt mal kontaktieren, dass wir dann irgendwann vielleicht im Oktober dann mal einen Termin dafür bekommen. Und ja, wir bräuchten Themenvorschläge für die Sprints, ne? Denn das macht halt sehr viel Sinn, wenn man halt vor dem Sprint schon ungefähr weiß, was er machen möchte und dann halt die anderen Leute, die halt nicht unbedingt wissen, was sie machen sollen, dann halt sehen, aha, das wird vielleicht gemacht, das könnte interessant sein. Da hätte ich einen Vorschlag, dass man für diesen Musikserver MopiD, kennt ihn jemand? Stand letztens ein Artikel in der CT drin. Der ist in Python geschrieben. Das ist ein Server, der eigentlich dafür da ist, dass man halt aus dem Internet irgendwelche Streams sich holt oder aus einer Musikbibliothek irgendwelche Sachen, sich solche Playlists dann zusammenstellt und die dann halt über die Audioschnittstelle direkt ausgibt. Was ich halt gerne hätte, jetzt rein privat, wäre das ganz sinnvoll bei uns, dass man auch HTTP-Streaming machen kann. Also sprich, dass der sich die Sachen irgendwo herholt, egal jetzt woher, mit seiner Playlist dann die ganzen die Stücke dann zusammenstellt und dann halt über HTTP-Streaming das Ganze dann verteilt an irgendwelche Internetradios, die dann halt im WLAN drin hängen oder Mobiltelefon oder was weiß ich. Das wäre halt eine schöne Sache, das könnte man sicherlich in 2 Tagen machen. Aber das ist halt nur ein Vorschlag, ne? Wenn ihr da andere Vorschläge habt, dann einfach auf die Mailingliste schicken. So, das mache ich auch mal ganz gerne hier, einmal die Termine rund um Python mal erwähnen, weil das nicht unbedingt jeder so auf dem Schirm hat. Ja, heute ist das Python-Meeting, Ende des Monats ist die EuroPython in Berlin. Wenn man da noch Tickets haben will, muss man sich sehr beeilen, weil das jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon ausverkauft sind, aber es wird mit Sicherheit, sind schon ausverkauft, ja? Ja, gibt nur noch Tagestickets. Naja, also muss man wirklich gucken, dass man da noch was kriegt und sich das irgendwie besorgt. Während der EuroPython ist auch die PyData, ich glaube zum ersten Mal in Deutschland. Das PyData ist eine Konferenz, die sich halt speziell mit Big Data Themen auseinandersetzt. Wo sehr viel Numerik gemacht, werden sehr viele solche Datenanwendungen, Data Mining und sowas alles behandelt. Das ist an dem letzten Wochenende von EuroPython, findet also parallel mit dem Sprints dort statt. Dafür gibt es aber, meine ich, noch Tickets. Dann gibt es im August die FrostCon in St. Augustin, das ist da unten bei Bonn, also auf der anderen Rheinseite. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung, ist auch sehr billig, da hinzugehen. Man kann sich also auch Tagestickets da holen, muss sich nicht großartig vorher anmelden, kann einfach da hingehen und dann sich die Sachen angucken. Es gibt sehr viele verschiedene Themen, die angesprochen werden. Man kann sehr schön grillen dort. Es gibt einen Python-Raum, wo dann halt Python-Vorträge stattfinden. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist ja keine lange Reise von hier, mal einen Tag dahin zu fahren. Ja, als Ergänzung. Es ist auf dieser einen Seite und es kostet ungefähr 5 Euro. Zumindest war das in den letzten Jahren so, ein Eintritt. Genau. Und mit dem Python-Raum, den haben wir diesmal am Sonntag. Das heißt, wenn jemand sich dort mit den Themen befassen möchte, steht auch noch gar nicht, dann was in den Sonntag anplanen. Aber ansonsten gibt es natürlich sehr viele andere interessante Themen und alle möglichen Aufgabenstellungen. Meistens ist auch PHP sehr stark vertreten. Im letzten Mal war das ganz lustig. Es gab ein Rennen vor im Internet, PHP zu Broken by Design. Und ein Entwickler hat das aufgegriffen und gezeigt, warum das so ist oder nicht so ist. Und fragt natürlich, warum, wer von Ihnen macht alles PHP. Beziehungsweise, wir macht kein PHP und die Hälfte zeigt da auf, wie kannst du lachen? Jedenfalls die FrostCon, das ist eine Empfehlung. Ja, das ist eine schöne Konferenz, das ist ganz entspannt da.
lohnt sich wirklich hinzufahren. Die nächste Konferenz hier in Europa, die ist dann die PyCon UK, die ist wieder in Coventry, wie letztes Jahr auch schon, die ist im September. Die ist allerdings, soweit ich weiß, schon ausverkauft. Da muss man nochmal auf der Webseite gucken. Zumindest ist es sehr schwierig, Hotels zu kriegen. Aus irgendeinem Grund sind zu den Zeiten die Hotels so alle ausgebucht. Ja, und im Oktober ist dann wieder das PyCon-Meeting. Ich hatte da auf die Liste so ein Doodle geschickt, wo es um die Termine ging. Habe ich auf unserem Slide jetzt auch gleich nochmal drauf. Das sind die ganzen Links, die braucht man sich nicht abschreiben, die stehen alle auf der Webseite. Genau, das sind die Termine hier. Ich hatte also reserviert hier diesen Raum wieder 30.09., 22.10. und 29.10. Und den Doodle-Link hatte ich auf die Liste geschickt, da kann man so eintragen. Ich würde hier ganz gerne einfach mal kurz umfragen, die drei Termine. Wer könnte am 30.09.? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, wer am 22.? 1, 2, 3, 4, 5, wer am 29.? Noch 3, ja, und im Doodle ist auch der 30. schon Kandidat, also nehme ich mal, ich würde dann einfach den 30.09. nehmen. Ist das okay soweit? Ja? Gut. Ja, also aber im Hinblick, wenn du noch mit Detlef über den Sprint in Oktober sprichst, vielleicht ist das Treffen vor dem Sprint besser. Meinst du, wir am 30.09. das Treffen machen und dann Ende der Oktober dann vielleicht. Ich muss gucken, wir kriegen diese Räume immer nur in den Semesterferien. Ich weiß jetzt nicht, wann die Semesterferien jetzt da. Bis zum 10.10. Bis zum 10.10. Also müsste man im September quasi dann. Ja, aber da müssen wir ein bisschen abstimmen, was da passiert. Oder das halt direkt um den 30. herum machen, geht ja auch. Ne? Ja, ja, klar. Wenn da sowieso mehr Leute können. Na ja, schauen wir mal. Ja, solche Ankündigungen, die kommen immer über die Mailinglisten. Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, was man heute alles halt so bedienen muss. Ne? Das ist ja unglaublich. Ah ja, Wunschzettel. Wenn jemand irgendwelche Wünsche hat, was mal behandelt werden soll, mal vorgetragen werden soll, dann einfach auch auf die Mailingliste schreiben. Findet sich bestimmt jemand, der sich das dann halt mal irgendwie näher anguckt oder mal behandeln kann. Genauso bei den Sprints oder auch sonstige Sachen, die wir vielleicht so veranstalten können. Es muss nicht immer nur alles von Charlie und mir kommen. Da kann also auch durchaus dann von euch was kommen. Dann wollte ich noch ein bisschen Werbung machen für den Python Software Verband in Deutschland. Das ist hier so eine nationale Python-Organisation, die halt versucht, die ganzen User Groups hier in Deutschland zu unterstützen. Mit Geld oder mit Marketingmaterial, solchen Sachen. Gibt es unter pysv.de, kann man sich das angucken, kann man da Mitglied werden. Kostet 60 Euro, normal 30 ermäßigt. Und auf der EuroPython wird es die Vollversammlung geben. Da kann man also auch mal reinschauen, um sich das mal näher anzugucken. Ja, los geht's.